Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben ja uns schon gesehen. Ich danke auch für viele Aufrufe, die wir für das letzte Video bekommen haben. An diesem Wochenende feierte die katholische Kirche das Fest der Taufe des Herrn. Damit wollen wir alle auch dann zeigen, wie das einfach mit der Taufe ist oder mit der Zugehörigkeit zu einer Religion. Dabei kommt einfach mir eine Frage: Braucht der Mensch die Religion? Es gibt unzählige Religionen. Es gibt Religionen, wie wir einfach in unserem Abendland wissen, einfach so die sogenannten Buchreligionen, Judentum, Christentum und Islam, die einfach so eine Wurzel haben. Dann gibt es eben pluralistische Religionen wie zum Beispiel Hinduismus oder dann gibt es Sikhismus, ja, Buddhismus und so verschiedene Arten von Religionen. In der Weltbevölkerung sind die meisten Menschen, die irgendwie zu einer Religion gehören. Im Abendland, das heißt in Europa, sehen wir aber eine gewisse Zurückhaltung von dieser Religionszugehörigkeit, ganz besonders in den letzten Jahren. Dann kommt immer wieder die Frage, braucht man überhaupt Religion? Was tut eigentlich die Religion Gutes für die Menschen oder Schlechtes? Ich würde einfach so versuchen, ich glaube nicht, dass ich für alle Fragen Antworten habe. Aber philosophisch gedacht, der Mensch kann nicht einfach da sein, nur einfach so vegetativ zu leben. Der Mensch braucht irgendwie Transzendentales. Das heißt, der Mensch möchte sehr gerne das Verborgene wissen. Allein bei einem Kind sieht man, dass das Kind immer wieder Fragen stellt, immer wieder das Verborgene, was er sehen möchte, erfahren möchte, anfassen möchte. Gerade das ist der Ursprung der Religion, dass der Mensch wirklich nach dem Verborgenen sucht. Ganz besonders fragt man sich, was ist denn einfach über mir im Himmel? Das heißt, der Mensch sucht irgendwas, was er eigentlich erreichen möchte. Das heißt, in ihm ist es ein Defizit, dass er das haben möchte, was ihm fehlt. Das kann auch genauso für die Liebe sein, dass der Mensch einfach nach der Liebe sucht, weil er in sich nicht zufrieden ist, allein zu sein. Religion schenkt einfach philosophisch eine große Weite. Weite, dass man einfach mal unglaublich viel machen kann. Das ist nicht nur einfach so eine Einbildung, dass man irgendwas dann hat, sondern dass man wirklich konkrete Erfahrungen macht mit der Transzendenz. Die Religion ist auch ein Instrument, dass man auch die Gegensätze einigermaßen behalten kann und auseinandersetzen kann. Das heißt, es gibt verschiedene Sachen in unserem Leben. Es gibt Gutes, es gibt Böses, es gibt Zorniges, es gibt Liebevolles, es gibt Trauriges, aber es gibt auch Freudiges. Ein Mensch, der die Religion hat, kann auch die Gegensätze aushalten. Und dann, die Religion motiviert auch einen, wirklich in eine Richtung zu gehen oder in eine Richtung zu leben. Zum Beispiel Moralität oder die ganzen Gesetze der Gesellschaft haben eben den Ursprung in einer Religion. Das heißt, Ethik kann nicht einfach vom Himmel fallen, sondern von einem philosophischen und theologischen, von einem religiösen Umfeld oder von dem Hintergrund. Das heißt, die Religion formt auch Menschen. Und die Religion gibt auch eine gewisse Zufriedenheit mit sich selber, auch wenn er manchmal sehr viel leiden muss. Versucht irgendwie persönliche Antworten zu suchen und zu finden für die Leiderfahrungen der Menschheit. Ja, es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach sagen können, dass die Religion Gutes machen kann. Dann kommt das bestimmt die Frage, warum gehen viele Menschen in Europa aus der Religion weg? Das heißt, die Menschen, die wirklich keine Religion angehören, ihnen geht es auch gut. Brauchen wir überhaupt Religion?
Ich würde sagen, Religion brauchen wir, aber Ideologien brauchen wir nicht. Wenn jemand sagt, ja, es gibt viele Religionen, aber nur meine Religion ist die wahre. Oder wenn ich einfach ausgrenze, dass die anderen nicht wert sind, weil sie nicht zu meiner Religion gehören. Oder wenn eine Religion auch Möglichkeiten anbietet, Menschen missbrauchen. Oder wenn eine Gesellschaft nicht irgendwie stabil und gesund leben kann, weil diese Religion irgendwie die Oberhand genommen hat, dann ist Religion falsch. Und ganz besonders, die Religion muss auch immer wieder Antworten geben für die existenziellen Fragen der Menschen. Das heißt, die Menschen in Afrika oder in Asien oder in Europa haben verschiedene existenzielle Fragen. Eine Religion muss in der Lage sein, auch eine Antwort zu geben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich würde sagen, Religion ist was Wunderbares, aber Ideologien brauchen wir nicht. Wenn eine Religion Ideologie wird, dann ist es gefährlich. Aber wenn es immer noch einfach so eine Suche ist nach der Transzendenz und auch eine gewisse Bindung für eine Gesellschaft anbietet und auch Regel schafft, dass die Menschen zusammenleben können und miteinander auch was ja, Wunderbares entdecken können, dann finde ich die Religion gut. Daher bin ich sehr froh, Christ zu sein, dass ich auch froh bin, Priester zu sein, in dieser Religion zu leben, weil diese Religion mir bis jetzt ganz, ganz viel geschenkt hat und ich bin mir sicher, dass es auch in der Zukunft sein wird.